Seelensuche, Seelensuche, Seelensuche. Mal wieder. Wir sind da mittendrin, statt nur dabei. Und ich befürchte ja jetzt wird es so richtig schön kacke. Weil ich muss da irgendwie wieder hochkommen. Wo war denn das? Ich verirre mich ja ständig. Die drei dicken Ritter, die haben in der letzten Folge umgeknechtet. Die waren nicht so schlimm, da hatte ich mehr Angst davor, als sie tatsächlich dann... Ja, war eigentlich nicht notwendig, so viel Angst davor zu haben. Vor allem, weil einer, weil die schön brav der Reihe nach angegriffen haben. Echt jetzt? Weil die schön brav der Reihe nach angegriffen haben und damit waren sie machbar. Umgekehrt wäre es schlimmer gewesen. So, ich muss... Wo muss ich hin? Ich muss da hoch irgendwo. Das war die Stelle, die eingebrochen ist. Dann ging es da rüber. Da kommen dann eine Menge Hunde. Ich hoffe, ich überlebe die. Scheiße! Nein, nicht runterfallen. Konzentrier dich. Konzentrier dich. So, da müssen wir nicht hin. Wir müssen da hoch. Verdammt. Ja, jetzt heult er wieder drauf los und jetzt kommt das große Doggy Pack. Okay, hätten wir. Ich glaube, das war's. Mehr Hunde kommen nicht. Und da oben liegen meine Seelen. Naja, sind doch im... Oh, shit. Schande. Ich finde, explosive Bögen gehören verboten. Ernsthaft. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe nichts. Scheiße. Weg. Dich kriege ich, Alter. Ich glaube, ich kann nicht backsteppen, oder? Wenn ich mich bewegen könnte. Das nenne ich fiese Stelle für so einen Fight. Stoßsteinhammer. So, aber jetzt bin ich overpowered. Jetzt schaffen wir die nächsten auch noch. Da muss ja jetzt bald ein Bonfire kommen, das gibt's ja nicht. Ich muss nur aufpassen, dass ich da oben nicht runterfall. Ich glaube, das ist die eigentliche Challenge. Eventuell können wir... Ja, aber das ist jetzt echt ein Scherz, oder? So, wir locken den mal zurück. Ich glaube, da können wir besser bekämpfen, weil selbst wenn ich da eine Stelle runterfall... Komm her, du Pisser! Ja, komm her! Shit! Das ist doch ein Scherz, oder? Okay. So, jetzt trifft uns der Bogenschütze nicht. Ja, ich glaube, wir haben die schlimmste Stelle im ganzen Spiel identifiziert. Das Problem ist, man kann sich da auch nicht wirklich bewegen. Jetzt bin ich wieder da ganz am Anfang. Okay, ich setze einen Cut, wir sehen uns dann oben, würde ich sagen.
Ah, da vorne liegen meine Seelen. Den links müssen wir jetzt nicht nochmal bekämpfen, aber da ist noch irgendwo ein Hund unterwegs. Vor allem, ich bin da die ganze Strecke runtergefallen. Das ist natürlich... Vielleicht können wir den wegtriggern irgendwie, ha? Oder ich verwende einen Heimatknochen. Ich würde dann schon gern, wenn ich jetzt wieder mal leveln könnte, leveln gehen. Nee, wir gehen leveln. Wir gehen leveln. Feuerbandschrein. Das ist mir zu riskant. 68.000 Seelen, das ist ein Level, den möchte ich jetzt nicht liegen lassen. Hey du, da ist sie. Hallihallo, I'm back. Aufsteigen. Und zwar, wir gehen. Ich würde gerne jetzt mal ein bisschen auf Intelligenz gehen. Warte mal, ist das Intelligenz oder Zauberei? Weil ich glaube, ich habe diesen schwarzen Chaosfeuerball und der ist schon richtig geil. Ich weiß jetzt nur nicht, wo sehe ich denn die Beschreibung, was mir was bringt? Hilfe? No? Oh jawohl, Erklärung. Zauberei. Von diesem Attribut leiten sich die FP und die Anzahl der verfügbaren Zauberei-Slots ab. Okay, das werden wir jetzt hochleveln. Weil ich würde gerne, und da brauchen wir keine Ahnung wie viel Intelligenz. So von der Stärke her, wir teilen ziemlich geil aus. Das passt eigentlich. Leuchtfeuerstufe 11, was auch immer das bedeuten mag. Aber, so. Zauberei einstimmen. Das verwende ich nicht, das geht nicht mit meinem Schwert. Aber ich würde gerne, wo ist es denn? Große Feuerchaoskugel. Beziehungsweise das kenne ich gar nicht, das würde ich gerne mal ausprobieren, aber da benötigen wir, das könnte man schon verwenden. Oder machen wir das, Moment mal. Das braucht zwei Slots. Schleudert riesige Chaosfeuerkugel und die müsste dann noch irgendwie Lava hinterlassen. Schauen wir einfach mal, dann sehen wir schon. Und dann, ich brauche einen Cut. Ich brauche eine Pause. Die letzten drei oder vier Folgen waren eine Aufnahmesession. Und ich bin richtig schön kaputt. Ihr merkt es, mein grammatikalisches Zentrum hat sich schon verabschiedet. Aber das möchte ich jetzt gerne ausprobieren, diese Chaosfeuerkugel. Die müsste meiner Meinung nach um einiges besser sein als der Feuerball. So, schauen wir mal. War gleich am lebenden Objekt. An die beiden. Chaos in your house. Ja, genau, die hinterlässt nämlich Lava. Und sorgt dafür, dass sie noch zusätzlich gegrillt werden. Das ist doch sehr nice. Übrigens, das ist auch cool, das Teil. Schade, wollte ich ausprobieren. 15.356 Seelen, ist egal, die können wir uns zurückholen. Ich bin jetzt echt draußen fertig, ich brauche eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinn, ich wünsche euch was. Ciao, Baba.